Bido, 16 Zoll ist völlig eine Station. Hier auf die klar Ami-Rap auf der Krankenstation. Du bist ein kleines Kind, das auf Ami-Rapper machst. Bist du unglaubwürdig? Dann wird Double Time ausgepackt als Fenster. Machst du tiefe Tracks über dein Leben auf der Straße. Du redest über Waffen und das in einem ganz erheblichen Maße. Präpubertäres Kleinkind, lass dir erst einmal Sackhaare wachsen, bevor du mit mir sprichst. Es puncht mich nicht, egal wie oft du Spaß erzählst, dass du mir mein Genick brichst. Du fickst meine Mutter, haha, nicht fick deine. Du hast Graffiti im Hintergrund. Boah, deine Runden sind trotzdem nicht mehr Gangster als meine. Wenn es nach dir geht, ist das der Fall. Du denkst, dass dein Double Time ist schneller als der Schall. Doch nein, als ich die Weggeschalte gehört hab, bin ich fast eingeschlafen. Ich werd dich überhypen, Penner lyrisch entlarven. Du hättest sogar gegen Cartuso verloren. Textlich gesehen hast du sowieso verloren. Denn er war doch Bruder nicht mal eingereicht hat, besser als du. Dich hätte sogar besiegt, die ganze Kanten-Music-Crew. Du bist ein Rapper, komplett ohne Gegnerbezug. Für dich wäre doch auch ein Cartuso schon Gegner genug. Yeah. Versuch mir gar nicht vorzuwerfen, dass ich bei Tito Spaß. Wenn doch, dann sag mir das jemand, der seinen Namen und den Sonnennigger geklaut hat. Du trinkst im Cartuso, echt kranker Scheiß. Aber wenn man sich auch nur einen Moment deine Stimme gibt, dann weiß man, dass du noch zu jung zum Michael kaufen. Bist du voll Idiot und dass du noch keinen Führerschein hast, ist lächerlich sowieso auch von meiner Mutter einen Rap-Dance zu getten. Bist du noch zu jung, aber nein, es juckt dich nicht. Du laberst einfach weiter, Alter, bist du dumm. Mal ganz ehrlich, punchline-technisch hat der Wetter dich gefickt, obwohl er nicht mal eingereicht hat. Dagegen ist meine Runde, ein lyrischer Strick, du willst sein, die könntest du gegen jeden kicken. Dein größter Bezug war, dass du seinen Namen gesagt hast, aber damit kannst du mich nicht ficken. Alter, dein Double Time, hast du einen Schwanz im Mund? Meinst du den jetzt ernst oder hat das einen anderen Grund? Aber nein, ich nehm alles zurück, der Typ ist voll Gangster und so. Ich meine, seiner Quali war Graffiti, wow.